Jetzt kann Gott jemand mächtiger schaffen als er sich selbst, als ihn selbst? Die Frage ist falsch, weil wenn derjenige stärker ist, sein Werden oder sein Werden kann, ne, dann ist er nicht mehr Schöpfer. Dann ist er nicht mehr der Starke. Das heißt, die Grundsätze für diese Antwort, für diese Frage entfallen alle. Das heißt, ich muss wissen erstmal, er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist Schöpfer. Alles andere, was stärker ist, ist kein mächtiger als er und kein wissender als er und kein Schöpfer. Wenn er irgendwas schafft, dann ist das nicht mehr Schöpfer, sondern ein Geschöpf. Weil es gibt nur einen Schöpfer. Es gibt viele Götter, falsche, und es gibt nur einen wahren Gott. Das heißt, die Formulierung dieser Frage trifft nicht zum Thema Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alayhi salam wurde gefragt, wo ist Gott? Wie hat Imam Ali alayhi salam geantwortet? Er sagt, wo wird er über den Platz gefragt, wobei er nirgendwo ist? Ne? Wo wird er über den Platz gefragt, wobei er nirgendwo ist? Das ist eine Antwort. Das heißt, er ist nirgendwo, was mit Platz bezeichnet wird. Denn er hat den Platz erschaffen. Und der Platz schafft nicht, ihn zu beinhalten. Das war eine philosophische Frage. Und da brauchst du dafür philosophische Antwort. Wenn er gefragt wird, wo er ist, brauchst du einen Platz, ne, dafür, um zu wissen, wo. Für wo brauchen wir Platz? Für wann brauchen wir Zeit? Das heißt, wenn ich frage, wo ist er, dann habe ich ihn nicht erkannt. Und wenn ich ihn nicht erkannt habe, ich kann ihn nicht fragen. Und wenn ich ihn nicht fragen kann, dann muss ich versuchen, ihn erstmal zu erkennen. Das heißt, ich drehe in einem Kreis, ne, und verschwende ich meine Zeit und erreiche ich nichts. Deswegen, Imam Ali a.s. wurde nochmal gefragt, siehst du Gott? Er sagt, wehe dir, wie soll ich jemanden anbieten, den ich nicht sehe? Ich sehe ihn nicht mit meinen Augen, sondern ich sehe ihn mit meinem Herzen. Ich sehe ihn mit seinen Schöpfungen. Das heißt, guck die Schöpfungen an, guck dir die Schöpfungen an, dann wirst du den Schöpfer erkennen. Jetzt die Seelenwanderung. Allah sagt im Koran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. O du zufriedengestellte Seele. O du zufriedene Seele. Kehr zu deinem Herrn zurück, zufrieden und zufriedengestellt. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auch, وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا سَعَى. Und jeder Mensch hat das, was er gesucht hat. Wonach er gesucht hat. Und das heißt, jeder Mensch mit seinem Geist und seinem Leib ist ein Mensch. Wenn die Seele jetzt, wenn der Geist von einem Menschenkörper rausgeht und geht in einen anderen Körper, was für eine Aufstehung gibt es für eine Seele, die mit 5 oder 6 Körper? Ist unlogisch. Das heißt, eine Seele soll mit 5 Körper vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, ein Geist steht mit 5 Körper? Unglaublich. Der Körper gehört zum Geist und der Geist gehört zum Körper. Das alles ist eins. Ein Körper, ein Geist. Es gibt nicht ein Geist und mehrere Körper. Es gibt eine Verkörperung von Dämonen. Ne, das heißt, jemand auf einmal merkt, dass er irgendwo geboren war und er gibt an, ich war das und jenes und so. Das sind Andeutungen von Dämonen, von Djinn. Die geben dir diese Informationen und du gehst und stellst du fest, wirklich, was der Junge sagt, ist so. Er war ein Mann und so und er ist erstochen worden und was weiß ich und er ist da gestorben und erzählt alles, die ganze Wahrheit. Aber im Grunde genommen, das ist nicht die gleiche Person,
die Person, die gestorben ist, ist schon gestorben mit Körper und Geist schwebt. Und diese neue Geborene ist ein Kind, der geboren ist, neu, ohne mit einem anderen Körper was zu tun gehabt zu haben. Mit eigener Seele? Mit eigener Seele, mit einem eigenen Körper. So. Jetzt. Imam Jafar salamullah alaihi sagt, sie haben ihn gefragt, wie wird dieser Mensch wieder auferstehen, nachdem er schon Sand geworden ist oder Asche? Das ist die gleiche Frage zu Ibrahim a.s., als er sagte zu Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, zeig mir, wie du die verweste Leiche bzw. die Asche einer Leiche wieder lebendig machst. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Hat ihnen ein Beispiel gegeben, eine Kuh, die an einem Stand als Leiche lag, also eine tote Kuh. Und dann, wenn Ebbe und Flut stattfinden, ne, bei Flut kommen die Fische und fressen von diesem Fisch, von dieser Kuh. Und wenn das trocken wird, dann kommen die Kriechtiere und fressen von diesem Kuh. Und vom Himmel kommen die Vögel und fressen von diesem Kuh. Sagt, wie soll das dieser Kuh wieder lebendig werden? Der ist schon verteilt. Ne, die Kuh besteht nicht mehr in einem bestimmten Platz. Gott der Plätze hat das verursacht, dass dieser Kuh, ihre Körper, in verschiedenen Plätzen sich befinden wird. Ibrahim a.s. war durcheinander. Allah sagt zu ihm, glaubst du nicht, du Ibrahim? Sag doch, damit mein Herz zufrieden wird. Allah sagt zu ihm, nimm dir von jedem Sorten einen Vogel, von jeder Vogel eine, von jeder Sorte einen Vogel, ne, und töte diese Vögel und misch sie zusammen. Feder mit Blut und Knochen und alles. Und schmeiß sie und ruf sie, wie sie dann wieder zusammengebildet wird und zu dir kommt. Ibrahim a.s. hat das gemacht. Er sagt, so lasse ich diese Kuh wieder zusammenkommen. Das heißt, ob du im Oben bist, im Mund eines Vogels, oder im Wasser, oder im Lande, du bist auf der Erde. Und das sorgt schon die Erdbeben dafür, dass deine Moleküle und deine Bestandteile von deinem Körper wieder zusammenkommen. Genau wenn du am Strand gehst und versuchst, Gold vom Sand zu trennen. Die nehmen so einen großen Teller, flachen Teller, machen sie Sandhaufen und bewegen sie das so hin und her, sodass sich Sand von Gold trennt. So, das heißt durch eine Bewegung. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Sagt, wo ist er? Zulzilat al-Ard zilzalaha, wa akhrajat al-Ard athqalaha, wa qala al-insanu ma laha. Das heißt, wenn die Erde sich bebt, ne, und ihre Inhalte hinausgibt, und der Mensch fragt, was ist los mit der Erde? Jafar alayhi salam sagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich wieder zum Leben bringen wird, egal wo deine Teile sind, da kommt ein Erdbeben und regnet das, so dass durch diese Bebung, durch diese Erdbebung oder dieses Erdbeben, deine Teile wieder so zusammengesucht werden wie Gold vom Sand. Und wächst dein Körper wie eine Pflanze durch das Wasser. Das heißt, wer dich von nichts erschaffen hat, ist ihm leichter, dich wieder zu erschaffen.